Hallo, das ist wieder Sie und Squatter mit Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Boah, unser Bazook ist mittlerweile auch soweit, dass er sich auf die nächste Evolutionsstufe begeben kann. Und dann würde ich sagen, kriegt er ein Lederschild zu futtern und wird mal eben größer. Und ja, Bazook wird uns wahrscheinlich jetzt erstmal länger begleiten. Denn, naja, wie ich schon mal erklärt hatte, kann Bazook heilen. Und damit Maxim nicht der einzige Heiler in unserer Gruppe bleibt, wäre es nicht verkehrt, Bazook mal auf die höchstmögliche Stufe zu bringen. Die anderen zwei können zwar viel Schaden machen, aber irgendwie muss eben die große Schwäche unserer jetzigen Gruppe das Fehlen von Magie oder sagen wir das geringe Vorhandensein von Magie muss ja irgendwie ausgeglichen werden. Und ja gut, ich werde jetzt weiter trainieren gehen, beziehungsweise Bazook dann auf die dritte Stufe bringen, wird dann sagen, yep, gibt's ziemlich verfrüht einen Schnitt, aber was soll's, muss halt sein, damit wir möglichst gut weiterkommen. Bis gleich, Leute. So, da bin ich schon wieder. Das hat jetzt keine 10 Minuten gedauert. Der hat 5 Drähte und ich glaube, jetzt frisst auch schon den 5. Armreif, also ging sehr gut. Bazook ist mir sympathisch. So, die dritte Evolutionsstufe. Ich schätze mal, auf die nächste werden wir Bazook auch erstmal noch nicht bringen können. Dafür haben wir einfach momentan noch nicht die Möglichkeit, oft genug die entsprechenden... Ja, jetzt haben wir... Ach du Scheiße. Wobei. So, Heilakku. Okay. Kirchenlied, was auch immer das alles bringt. Auf jeden Fall konnte Bazook schon auf der zweiten Evolutionsstufe und um 60 Lebenspunkte heilen. Wenn das jetzt noch mehr sind, bin ich eigentlich relativ zufrieden damit. Womit ich noch nicht zufrieden bin, das sind die Stufen unserer Charaktere. Deswegen werde ich jetzt wieder nach Ralus. Ich weiß gerade nicht, wie diese Stadt geheißen. Hat auf jeden Fall zu der Burg in der Wüste. Und werde dort mal wieder ein paar Stufen ansteigen. Dann würde ich sagen, ja, schon wieder. Bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Ich habe viel Erfahrung gesammelt. Und wie ihr seht, erreicht Bazook mal eben seine vorletzte Stufe. Das hatte ich so nicht erwartet. Und ich habe den jetzt komplett mit Eisenschwertern durchgefüttert. Ich habe jetzt meine Charaktere, Maxim ist jetzt mittlerweile Level 31, sollte eigentlich bei 30 aufhören, aber als dann Guy Level 28 erreicht hatte, war Bazook von der Leiste da schon ungefähr bei der Hälfte. Und dann dachte ich mir, ja, probier's das doch mal. Und irgendwie hat's dann auch relativ gut hingehauen. Und deswegen haben wir nun auf dem Weg zu Gardes einen Bazook der Stufe 4. Und aus unserem Cupido wird ein Engel. Tja, jetzt will er nichts mehr essen. So, was man jetzt noch machen muss, damit es mit der Evolution zur maximalen Stufe geht, das weiß ich nicht. Das werde ich irgendwann einfach mal ausprobieren müssen, aber zu einem späteren Zeitpunkt des Spiels. Da ich, wie gesagt, glaube, dass die Früchte was damit zu tun haben. Und bevor ich da einen Fehler mache, das werde ich aber, denke ich mal, auch nicht in der Aufnahme machen, sondern außerhalb einfach mal ausprobieren, wie es damit aussieht. Vielleicht steht ja später dann doch mal etwas da. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Engel dabei, der immer noch überhaupt nicht angreifen kann. Aber die Heilung hat es auf jeden Fall in sich. Auch hat Bazook jetzt den Donnerschlag erlernt, der nur auf einen Gegner geht, aber ziemlich stark ist. Ah ja, mit dem sollte ich vielleicht auch noch reden. Ein Mann landete auf dem Turm. Kann es Gardes gewesen sein? Ich schätze mal ja. So, ich wollte hier eigentlich schon länger... Ich wollte hier eigentlich zum Erfahrung ernten reingehen, aber...
Naja, paar Mal auf den Roten. Schlage das Schwert dreimal auf den Roten Wächter und das Leben wird gerechter. Ja, schön merken. Ja, also ich hätte hier gerne schon gegen Gegner gekämpft, einfach um mal zu überprüfen, dass hier für Gegner rumlaufen, aber dann hätte ich dieses Rätsel hier lösen müssen und das wollte ich nicht. Schiebe die Säule an eine Wand und es öffnet sich ein Weg wie von Geisterhand. Ha. Tja, war wohl die falsche. Ich meine, natürlich ist es die Wand hier mit dem Teppich. Wäre ja blöd, wenn der Teppich völlig ohne Sinn da wäre. Zack, 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 zack. Und da geht's weiter. Zack, zack. Und fertig sind wir. So, wie immer alles überprüfen. Ach, jetzt haben wir schon die Gegner. Alles. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt gegen die kämpfen möchte. Sie offensichtlich gegen mich. Ja gut, sonderlich viel kann ich jetzt nicht machen. Ich heb mir meine... Ja, seht ihr mal den Donnerschlag. Der macht ordentlich Schaden. Aber da ich sowieso nur Nahkämpfer in meiner Gruppe habe, ist es sowieso egal. Die können sowieso nicht mehr als drauf kloppen. Das heißt, ich muss mit Zaubern und so weiter gar nicht mal jonglieren. Ach ja, und da sind die Gegner, die ich vor einiger Zeit mal meinte. Die Toros, genau. Die gehen einem höllisch auf die Nerven. So, ja, das Kirchenlied. Mal sehen, wie viel heilt es denn jetzt. Okay. Ah ja, und Guy hat es vorhin über irgendeinen Rechenfehler des Spiels tatsächlich geschafft, mit einem kritischen Treffer... Was zur Hölle? Mit einem kritischen Treffer weniger Schaden zu machen, als mit einem normalen Schlag. Und dass diese Gegner mir gerade so Probleme machen, ist mir äußerst peinlich. Bazook. Ja... Bazook ist wahrscheinlich gleich wieder erledigt. Das war auch beim Erfahrungssammeln nicht besonders schön mit anzusehen. Gegen die Sandgolems... Okay. Gegen die Sandgolems brauchte ich gar nicht mit... Brauchte ich gar nicht groß mit Bazook kämpfen. Weil Bazook von denen einfach weggehauen wurde. Gott sei Dank, die Erdwipern, die mochte ich auch nicht besonders. Und die Gegner erinnere ich mich noch, weil ich früher unglaubliche Probleme mit denen hatte. Gut, früher war ich aber auch irgendwie, ich weiß nicht wieso, ein bisschen zu blöd, um Erfahrung zu sammeln. So, Regeneration. Ich hoffe, das ist eine Heilung auf alle. Was er vorher hatte, der, ich glaube, Wunderakku hieß die Fähigkeit. Ja. Ich glaube, hier muss ich den Gegner einsperren. Nein! Flüchten. Nein, der Gegner darf nicht sterben. Er musste auf das Feld treten. Moment. Ja, wobei, geht schon. So. Eingesperrt und fertig. Dazu braucht es auch nicht unbedingt eine Anleitung. So, wofür ist das Ding? Ach so, schon klar. Das Ding muss hier runter. Dann stellen wir es einfach mal dahin. Oder? Nein, dahin. Und dann machen wir einfach so. Schon kommen wir darüber. So, wie die Schlangen sich verhalten, weiß ich nicht. Hauptsache, sie lassen mich in Ruhe. Ich denke mal, wie gesagt, Erfahrung habe ich genügend gesammelt. Ich dachte eigentlich sogar, ich wäre zu... Ich hätte meine Charaktere zu stark trainiert, aber naja, offensichtlich habe ich mich da mal wieder ganz arg getäuscht. So, das ist irgendwie, ja, mir wird sogar ein Teppich ausgelegt, um mir anzuzeigen, hey, die Wand hier könnte eventuell wichtig sein, behalt's einfach mal im Hinterkopf. So. Mhm.
Okay. Aha. Alles klar. Ich gehe einfach in die Wand hinein und plötzlich geht die kaputt. Natürlich. So. Ja, du Toro, lass mich mal bitte in Ruhe. Sollst mich in Ruhe lassen? Was halt auch ein bisschen blöd ist, ich kann Basuks Fähigkeiten ja nicht außerhalb des Kampfes nutzen. Wenn das ginge, wäre es echt schön, aber geht nicht auf Basuk hier. Der flüchtet uns doch gleich wieder. Gut, wie gesagt, irgendwo kann man sich nicht verdenken, wenn der eigentlich nur zum Heilen da ist von den Gegnern die ganze Zeit. Jetzt ist er tot. Ja. Wie gesagt, das war während des Erfahrungssammelns auch äußerst hinderlich, dass das so oft der Fall war. So, du lässt uns in Ruhe. So, ich glaube, da war es jetzt entscheidend, in welche Richtung wir gehen. Da unten bringt es uns herzlich wenig. Genau, so war das. Oh, das ist ja mal ein schöner Raum. Wunderschön. Shelly, na, Snelly. Ich glaube, ich will den Königsfrosch erledigen. Danke für das Kirchenlied. Ich würde gerne mal die Regeneration sehen. Ist ja eigentlich die zweitwahrscheinlichste Fähigkeit, die ihr nutzen kann. Ah, dauert wohl noch etwas. Natürlich seid ihr schneller als Guy. Ihr könnt gern abwehren, da habe ich nichts dagegen. Warum greifst du ausgerechnet die an, die verteidigt? Warum, Dicker? Warum? Ja. Was? Also. Ah. Wirkt wie der Wunderakku nur auf alle. Also quasi. Also, da ich bisher noch. Da ich bisher immer nur Watz gesehen habe, geht davon aus, dass es Status. Dass es den Status wieder herstellt. Aber. Naja. Ich hätte mich eher darüber gefreut, dass Basuk eine zweite Heilfähigkeit kriegt, aber gut, das wäre wohl zu viel verlangt. Beziehungsweise vielleicht wird die Regeneration mir ja später im Kampf nützlich. Kann ja auch sein. Gott sei Dank nur einer. Und ich habe schon wieder was vergessen, oder? Nein, die Lautstärke passt eigentlich. Das kommt mir schon wieder so wahnsinnig leise vor. Guy hat wieder eine Stufe dazu. Das ist auch schön. Du lässt mich gefälligst in Ruhe. Wir haben ein Kürbisjuwel. Ihr könnt mich gerade alle in Ruhe lassen. Schutzring. Gleich mal nachsehen, was das dann alles bringt. Vielleicht mal etwas Nützliches für ihn? Nein, offensichtlich nicht. Senkt eigentlich alle wichtigen Attribute? Nein. Lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht. So, Muskelring. Das klingt doch schon eher nach was Nützlichem. Ich schätze mal, dass ich den wieder DK geben. Der DK ist momentan einfach derjenige, der den meisten Schaden reindrückt und das darf auch ruhig so bleiben. Ja, setzt die Abwehr und die Schnelligkeit runter. Der DK ist sowieso immer der Letzte, der an. Ach ja. Ach so, so einen trägt er schon, auch schon die ganze Zeit. Nein, ich brauche die Angriffskraft. Ich brauche unbedingt diese, die Angriffs. Kraft ohne die Angriffskraft. Wow! Der kam jetzt aber schnell daher. Dürfen wir uns halt mit. Basuk, die Fähigkeit bringt nichts. Aber klar, der hat halt seine Wahrscheinlichkeiten und dementsprechend setzt er. Ich glaube, Maxim heilt in der nächsten Runde erstmal. Oder auch nicht. Komm, den haben wir jetzt noch kaputt.
Vielen Dank und sogar mal auf einen, bei dem es gepasst hat. Vorher hat er immer nur Deka geheilt. Und ja, ich gehe davon aus, dass das ein männlicher Engel ist. So, ich habe meine Gegenstände. Reicht mir. So. Na, ja, das da oben sieht schon wieder so final. Also wir hatten da aber noch eine Treppe. Dann gehe ich erstmal zur Treppe. Irgendwo anders habe ich, glaube ich, auch wieder was vergessen, oder? Gab es da nicht vorher nochmal Türen, wo ich reingehen konnte? Wo ich mehrere Möglichkeiten hatte. Okay, sind wieder Frösche. Ja, das sind jetzt diese großen Frösche, die Pfeife rauchen. Ja, lass mich einfach in Ruhe. Wir lassen uns gegenseitig in Ruhe und sind alle zufrieden, ne? Soll mir recht sein. Ah, finde ich gut. Todeskutte. Ja, ja, das ist dasselbe mit den Nervenschwertern. Die kann man nämlich, soweit ich weiß, auch als Gegenstand aus dem Kampf bekommen. Oh, wei. Entweder haltet ihr nicht viel. Die haben auf jeden Fall eine Donnerschwäche, so will es sicher. Leute, ihr macht überhaupt keinen Schaden. Das gefällt mir nicht. Solche verfluchten Gegner gefallen mir in solchen Rollenspielen eigentlich immer ziemlich gut. Guy hätte die Heilung, glaube ich, eher gebraucht. Nee, also solche verfluchten Gegenstände, gerade wenn sie so dann dargestellt werden, dass dieser Fluch quasi überall durchdringt und auch sichtbar ist, das sieht wahnsinnig gut aus. Bazook hat einen Level. Ja, und Bazook hat auch brav immer eine Steigerung auf allen Attributen und nicht immer wie Deka und Guy Stärke, Lebenspunkte und sonst gar nichts. Okay, ich meine, die können sonst auch nicht viel mehr brauchen, aber. Wobei. Ja, wobei, das sind die anderen. Magische Abwehr könnten sie schon ein bisschen steigern, aber die kriegen seit einigen Levels kriegen die gar nichts da drauf. So, jetzt wollte ich kurz heilen, genau. Ist voll. Aber der könnte mal eine Heilung vertragen. Bei dem passt es auch noch. Gut, dann. Da drüben kam ich eh noch nicht weiter. Ich jetzt erstmal hier lang. Geh nochmal ein Stück zurück. Lass mich in Ruhe. Ich war gerade am Überlegen. Kommen sie mir näher? Kommen sie mir nicht näher? Sie kommt mir näher. Aber was soll's? Ich denke mal, diese Viecher kriegen wir noch eher klein als die Toros. Die Toros sind das größte Übel momentan. Musste das jetzt sein? Danke. Na, hättest du lieber auf eine der anderen machen sollen. Maxi macht ja überhaupt keinen Schaden mehr. Gut, ich meine, ich hab aber meine Gründe dafür, warum ich ihn gerade weiter hinten platziert habe, weil er der Einzige ist, der zaubern kann. Somit als Heiler fungiert, als einzig steuerbarer Heiler und ja, dann darf der nicht zu viel Schaden kriegen. Gott, bin ich froh, wenn wir die Frauen wieder in der Gruppe haben. So macht das wenig Sinn. So. Durch die andere Tür können wir, glaube ich, eh nicht durch. So. Lass mich in Ruhe, Kürbis. So. Lass mich einfach durchgehen. Ah, noch so eine. Lass dich nicht verwirren. Die richtige Tür sieht aus wie die zuvor. Du kannst dich nicht irren. Aha. Ich hätte zuerst hier lang gehen sollen. Das ist natürlich
freundlich. Du lässt mich gleich zweimal in Frieden, du ebenso. Ich habe jetzt gerade einfach überhaupt keinen Bock zu kämpfen. Die Kämpfe sind mit diesen drei Charakteren derartig langatmig und so. Ich sehe es normalerweise immer noch mal. Nein, bin ich blöde? Renn ich noch rein? Dankeschön, Basuk. So, der rennt da oben hübsch gegen eine Wand. Das bringt mir sowieso nichts, oder? Nee. Das ist einfach nur, um zu sehen. Ja. War nicht so eine gute Idee. Geh mal lieber zurück. So. Den Raum lasse ich jetzt auf jeden Fall hinter mir. Allerdings würde sich der Turm hier im Nachhinein ganz gut dazu eignen, unsere werten Dame nochmal ein paar Stufen aufsteigen zu lassen. Hier haben wir nochmal andere Schlangen. Keine Ahnung, was das sind. Tada. Wusch. Achso, und jetzt müsste ich nochmal zurückgehen. Das heißt, auf der anderen, in der anderen Tür ist wahrscheinlich wieder entweder ein Gegenstand oder noch eine dieser Hinweise. Ich vermute Letzteres. Ihr seid Schnecken, ihr sollt. Ach. Gut, dann mache ich euch halt platt. Ist mir auch egal. Naja, egal, ist mir nicht, das ist gelogen, aber was sein muss, muss sein. Oh oh. Hä? Achso. Hätte einen von uns wahrscheinlich einschlafen lassen. Und der greift jetzt wahrscheinlich wieder die Schnecke an die abwehrt, oder? Nein, er greift sogar den Frosch an, das finde ich gut. So, ich denke mal, das schafft Maxim schon noch. Ja doch, das kriegt er hin. So, der ist weg. Die Schnecken sind natürlich schneller als Deka, ganz klar. Die hat nicht mehr abgewehrt. Ja, jetzt zum Schluss muss der Donnerschlag nochmal drauf, ne? Mach den doch das nächste Mal etwas früher. So, wobei, ich glaube, ich verschwende jetzt gar nicht die Zauber, sondern ich nehme, ja, ich habe da relativ viel Zeugs zum Heilen in meinem Inventar, das sowieso nie anders Verwendung finden wird. Gerade das Kraftwasser, wofür denn bitte? Ich habe jetzt die Heiltränke und ich hoffe, dass nach diesem Turm die Damen wieder da sind, also ist es nur eine Etappe und dann geht alles wieder seinen gewöhnlichen Bahnen entlang. So, du machst sie kaputt. Noch die zweite. Ich sehe, dass der völlig durch, nach dem Zufall auswählt, auf wen er die Heilung zaubert. Das ist nicht so schön. Ja. Wie dem auch sei. Ach, nicht schon wieder einer von euch. Ach so, okay. Ist in Ordnung. Bleib mir vom Leib. So, was haben wir hier Schönes? Ja, toll. Moment. Da untersuche ich jetzt erstmal die Wände. Heilsirup alleine? Das kann's doch nicht sein. Warum versteckt ihr das so
Gut, das hat doch überhaupt keinen Sinn. Allgemein sieht der Raum ziemlich seltsam aus, wenn ich das sagen darf. Sieht verdächtig aus, aber ich wüsste jetzt nicht, wo da noch was sein sollte. Da kann ich nicht runter hüpfen. So, dann muss ich jetzt hier lang. Dann den anderen Weg gehen. Da dann wahrscheinlich einen Schalter für die Leiter finden. Kann aber dann wenigstens auch auf den anderen Schalter drücken. Die Entfernung erwische ich ihn nicht. Doch, noch meine ich. So. Das war schon fast wieder ein Schritt zu viel, das weiß ich schon. Ich muss die Treppe nehmen, ne? Ich muss nicht so weit zurück, ich muss die Treppe nehmen. Genau, ja, hier war das. Gut, gut. Verzieh dich, Fliege. Was auch immer du für ein Insekt bist, ich will es gar nicht wissen. Wenn es wieder die fetten Fliegen aus dem anderen Teil sind, dann... Nein, bitte nicht. Die Außenleiter wurde ausgefahren. Ach, verdammt, die Außenleiter wurde eingefahren. Ich drücke jedes Mal wieder den falschen Knopf. 5-mal getroffen vom Schwert ist der blaue Wächter nichts mehr wert. Yep. Nein! Ach. Wirbler. Na gut, mal sehen. Hauen wir einfach mal drauf. Muss ja nicht sein, dass die rote Schlange allzu lange überlebt. Ja, die ist kräftig. Nicht viel kräftiger als die anderen allerdings. Na, dachte ich. Also 3-mal der rote, 5-mal der blaue. Es sieht so wunderbar aus und dann 4-mal Watz. So. Jetzt können wir hier heraus. Du bist mal eben paralysiert. So. Lange dauert es nicht mehr. Ah. Ich muss sowieso wieder. Ich will einfach nicht, dass der sich bewegen kann. Nee, will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Sieht auch schon wieder so verdächtig aus. Ja, bei den Bogen. Man sieht's halt einfach nicht. In den Höhlen sieht man es ungefähr angedeutet. Man sieht's. Ah. So, jetzt sind wir. Ja, genau, in dem Raum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Und bam! Plötzlich sind da zwei solche Dinger. So, liegt hier jetzt zufällig auch noch irgendwo ein Speicherpunkt herum? Lass mich in Ruhe, Schlange. Die Rüstung, dann will ich jetzt eigentlich auch nicht. Hast du die Tafeln zuvor gelesen, sind die Wächter die längste Zeit gewesen. Ja. Schlange ist aggressiv, merke ich. Na gut, aber wenn die Dinger hier schon so lukrativ herumstehen, ist das doch eigentlich ein guter Platz, um den Schnitt zu machen, da ich denke, dass wir demnächst dann mal dann die Spitze erreichen werden. Dann würde ich sagen, ich bin Xi. Das war's von Lufia 2 Rise of the Sinistrals für heute. Bis zum nächsten Mal, Leute.